Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es endlich los. Wir kümmern uns um die coolen Arbeiten und zwar lackieren wir unser Mofa-Auto einmal komplett neu. Die wunderschöne Folie, die auf unserem Roadtrip mal drauf gekommen ist, die schwarze, die ist bereits entfernt worden. Da hat mir Elias gestern geholfen und es war relativ anstrengend, um ehrlich zu sein. Für diese Lackierung habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen heute und zwar möchten wir hier, ihr habt es vielleicht im Titel schon gelesen, eine Graffiti-Lackierung im Mofa-Kult-Style draufhauen. Und wie das wird, wissen wir selbst noch nicht. Ich denke, das erfahren wir im Laufe des Videos, wenn ihr dran bleibt. Ich muss ein bisschen Platz hier in meiner Werkstatt machen, denn wir werden hier drinnen lackieren. Dafür muss mein T2-Bus raus, der darf keinen Lack abbekommen und damit fangen wir am besten an. Ich hoffe, der springt jetzt an, Roger, der lief jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr, ne? Und der wird so laut sein, ich garantiere es dir. So, lass die Kopfhörer lieber aufrufen. Ja, wer jetzt noch schläft, tut es nicht mehr lang. Springt fast so gut an wie Bonnie. Angenehm, dezent. Lass mal hier stehen, oder? Mach mal Tor zu, Heizung an, bauen wir das nächste unauffällige Auto. Bonnie. So, der Bus ist draußen, Mikrocar ist da, Maeve ist am Start. Na moin. Ein guter Freund von mir hat sich bereit erklärt, uns zu helfen, dieses Mofa-Auto ein bisschen spezieller zu lackieren. Wir verraten gar nicht so viel, wir müssen es abschleifen. Ich habe dir hier dein Werkzeug schon parat gemacht. Ich hol Frühstück, du fängst an. Da hat das Auto schon vorbereitet, Mann. Ja, weißt du, das Ding ist, ich wollte alles vorbereiten, aber Elias hat mega getrödelt. Ja, ja, immer sind die anderen schuld, ne? Ja, weißt du, das Ding ist so groß, das Auto. Das geht ja wohl innerhalb einer halben Stunde, ist das Ding abgeschliffen. Ja, also das muss man auch ehrlich sagen, ich hatte viel größer vorgestellt. Setz dich mal rein. Digga, ist eh nicht meine Karre, Junge, hab ich so einer Muschi geklaut. Fang mal an, oder? Wer hupt halt einen kleinen Pimmel? Der kleine Knechtmann, Alter, er drückt sich schön vorm Schleifen. Ja, ja, ich hol Frühstück, einen Schwanz macht er. Bevor wir den Wagen von außen grundieren, ihr seht es, der Einstieg hier, der ist ja auch noch türkis. Das heißt, wenn jetzt von außen unsere Graffiti-Lackierung wäre dann und du machst die Tür auf, sieht ja massiv kacke aus, wenn er hier dann noch türkis rausscheint. Deswegen grundieren wir auch den Einstieg jetzt in schwarz. Graffiti kommt aber nur von außen. Einfach, dass wenn du die Tür aufmachst, dass dir nicht das Türkis ins Auge springt. Dafür haben wir hier so ein Stück Karton, heben wir hin und spritzen einmal hier durch, dass der Innenraum nichts abbekommt. Sobald das leicht trocken ist, können wir die Türen zumachen und von außen unser komplettes Kunstwerk dann vollenden. So, die Grundierung ist jetzt mal soweit drauf. Warum haben wir bei den Türen weiß lackiert? Ja, das seht ihr spätestens am Ende vom Video. Da haben wir ein bisschen was Besonderes vor. Es kommt ja ein Mofa-Kult-Logo drauf. Aber das wird nicht nur weiß, das wird ein bisschen was Spezielleres. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Das seht ihr am Ende vom Video. Wir von Mofa-Kult, wir verkaufen die besten Teile. Ihr vertrauliches Werbegesicht.
So, meine lieben Freunde, bevor es mit dem Graffiti losgeht, bekleben wir jetzt unser Mofa-Code-Logo auf die weiße Stelle hier an der Tür. Warum? Wie gesagt, seht ihr dann, wenn es fertig ist. Weil wir es können. Schön. Und weil wir es können. Kofamult drauf. Kofamult, genau. Hier, pass auf. Wir machen das jetzt so, dass es gerade wird. Dieser Sticker wird nicht draufbleiben. Das ist quasi nur eine Schablone. Aber das seht ihr dann gleich, wenn wir am Lackieren sind. Das wird dann wieder abgezogen. Wenn ihr auch so große Mofa-Code-Sticker für eure Projekte wollt, dann lasst sie euch plotten, denn sie gibt es nicht bei uns im Shop. Wir haben hier schon unser Logo drauf und wir werden jetzt loslegen mit dem Graffiti Dingstar, Bumstar, Dingstar Ding. Und wir machen das drauf. Nippeln, Digga. Du bist schlimmer wie Elias, Mann. Oha. Was habt ihr denn mit meinen Nippeln? Nee, wir machen jetzt unser Graffiti Ding drauf. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ihr werdet ihn wild mit Klebeband hier am Kleben sehen. Ihr werdet Maeve gleich sehen, wie er hier wild anfängt, mit Klebeband irgendwelche Formen aufzukleben, um hier unser Design quasi entstehen zu lassen. Auch dieser Mofa-Kult-Sticker dient, wie gesagt, nur als Schablone. Und der wird dann abgezogen, sobald Farbe drauf ist. Ich denke, ihr werdet jetzt einfach Zeuge eines Kunstwerks hier bei mir in der Werkstatt für unser Mofa-Kult-Projekt. Ich hab Bock und ich liebe es, mit Profis zu arbeiten. Ey, ich war kurzzeitig ein Elefant. Kurzer Zwischenstand, Leute. Ihr seht es, es wird wild. Wir sind jetzt gerade mit der ersten Farbe dran. Das heißt rot, pink, schwarz. Alles schon recht flächig jetzt hier lackiert. Oben das Dach, ihr seht, das ist abgetrennt. Maeve hatte die Idee, eine Art Two-Face zu schaffen. Eine zweite Farbe auf die andere Hälfte des Wagens im ähnlichen Stil. Und dann noch alles ein bisschen kombinieren. Oder? Ja, im gleichen Style. Im gleichen Style, ja, ja. Schau mal, dass dein Arsch nicht brennt, Digga. Du bist nah an der Heizung. Das heißt, wir lassen jetzt auf jeden Fall ein bisschen noch arbeiten. Wie gesagt, die zweite und dritte Farbe kommt jetzt noch rein. Ihr seht das jetzt hier noch bei ein paar coolen Aufnahmen. Und ich denke, das nächste Mal, wenn wir uns sprechen, stehen wir hier vor dem fertigen Wagen. Denn das hier zum Beispiel ist erst der Anfang, glaubt mir. Da kommen noch ein paar Schichten drauf. Das wird wild. Ich bin sehr gespannt und wir machen weiter. Leute. Wir haben nochmal richtig Gas gegeben, haben bis spät in die Nacht weiter lackiert. Maeve ist schon wieder auf dem Heimweg. Ganz viele Grüße gehen raus. Ich glaube, wir sind ein bisschen eskaliert, aber macht euch am besten selbst ein Bild. Es ist unglaublich wild geworden. Wir präsentieren euch den neuen Lack auf unserer Bonnie.
Das ist es also, Leute, unsere Graffiti-Lackierung auf unserem Mofa-Auto. Ich bin super gespannt über eure Meinung in den Kommentaren. Schallert sie jetzt mal rein. Vielleicht habt ihr gesehen, es ist ein Two-Face geworden. Wir haben hier quasi unser hellblau-türkis und es geht dann über in unser Rot, Mofa-Kult-Rot zum Teil. Und dann geht es wieder hier zurück ins Blaue. Also es ist so ein bisschen System drin in der Lackierung, auch wenn es sehr wild geworden ist. Ich bin ein enormer Fan. Was sagt ihr dazu? Haben wir euren Geschmack getroffen? Ich hoffe es. Ihr habt vielleicht gesehen, die Felgen sind nach wie vor in dem Originalfarbton. Passt jetzt natürlich überhaupt nicht mehr zu unserer wilden Graffiti-Lackierung. Wir wollen dennoch etwas Dezentes erstmal, also jetzt nicht auch den gleichen Lack auf die Felgen, sonst wirkt das ein bisschen zu viel vielleicht. Das heißt, es wird eine einfarbige Felge. Und welche Farbe es werden soll, ja, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche Farbe würdet ihr hier sehen, damit das zu unserem Two-Face Graffiti-Lack passt. Denn das ist das Nächste. Wir werden die Felgen lackieren. Wir haben super coole Gadgets schon bestellt, die wir hier noch verbauen wollen. Also es wird nochmal eine Stufe wilder. Wir sind noch nicht fertig. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall diesen Mofa-Kult-Channel. Oder schaut auch nächstes Mal um 11.30 Uhr hier auf dem YouTube-Channel immer freitags wieder rein, wenn es hier weitergeht. Bis dahin wünsche ich jetzt alles Gute. Bis zum nächsten Mal und ciao.